Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge Metro Exodus hier auf Trend17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mike. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, hier geht es weiter. Essen! Essen! Gib mir das. Gib mir Muni! Wieso haben die immer so viel Muni und ich habe so wenig? So, hier ist nix. Das ist ja abartig hier. Oh, ist das heftig. Hier schön das Ding abgenagt. Das Bein. Ein scheiß Menschenfresser hier. Krass. Und den Kopf ab. So, ihr habt scheiß Menschenfresser. Ihr habt auch nichts anderes verdient als den Tod. Hier auch. Hier noch irgendwas. Hier ist auch nichts. Nichts zu holen hier. So, jetzt auch langsam mal gut hier mit diesem blöden Level. Jetzt langsam auch langsam. Jetzt kann es auch langsam mal vorbei sein. Oh, hier. Oh, heftig. Oh, das war ja Anna. Ich wusste es. Beinahe meine eigene Frau erschossen. Es geht immer. Einen wie dich. Einen Helden. Du wärst niemanden. Genau wie die anderen. Also. Keine Bewegung. Ja, nur lass ihn gehen. Schneid ihm die alle scheiß Kehle durch. So, mach. Genug. Jawoll. So ist das richtig. Scheiß Menschenfresser. Alles klar bei dir, Artyom. Oh, Gott sei Dank. Oh, Schnuffi, du siehst aber zerknittert aus. Melden wir uns beim Oberst. Alles Papa, gut? Ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Nu komm, nu! Oh, Mädchen, nun komm, nu! Nu komm! Kann ich dich schieben? Nee. Aber diese ganze Situation. Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Nun drück. Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Wir hätten hier sterben können, wären fast gefressen worden. Ach, dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Das sind die Schlimmsten. Egal. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Immerhin haben wir sie überlebt. Komm, mein Schnuffi. Ich hätte es mir nie vergeben. Es geht mir Wer gut. Wer hätte das ankönnen? Wer hätte gedacht, dass diese K
Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen. Ist das zu glauben? Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Es ist eine Caspian 1, eine Funkzentrale. So eine steht auch in Novosibirsk. Willst du uns jetzt in den nächsten Bunker zerren? Ich weiß es nicht, Anna. Wir müssen die Entscheidung gemeinsam treffen. Ich höre ungern, aber jetzt wird hier drin ziemlich heiß. Hast du alles geholt, was du konntest, Idiot? Wir brechen auf! Einen Moment, ich mache eben noch den Rest kaputt. Komm schon, komm schon! Okay, alles erledigt. Ich glaube nicht, dass du es so hättest sagen sollen, Anna. Es hat dieses Mal doch alles geklappt, oder? Geklappt hat es tatsächlich. Aber was ist, wenn es nächstes Mal nicht klappt? Da hast du natürlich recht. Aber willst du ewig leben? Natürlich nicht. Ein Grund mehr zu kämpfen und mehr von der Zeit, die mir noch bleibt, mit diesem Typen da zu verbringen. Er ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Das kann ich verstehen. So, nu. Kaffeepräuschen könnt ihr zu Hause machen. Nicht mehr so viel Muni. Ey, jetzt aber mal gut hier. Alles einsteigen! Sam, es reicht, steig ein! Ich wollte nur den Kopf hier, damit ich ihn nicht zurückzahlen muss. Drecksvolk! Drecksvolk! Zu glauben, dass ich den Arschlöchern von der Hanse geglaubt habe, dass Moskau vom Hauptquartier kontrolliert wird, dass wir uns noch im Krieg befinden, dass es hier Generäle gibt, die die Befehle geben. Was war ich für ein Idiot? Ich wiederhole meine Frage. Was machen wir jetzt? Könnten wir zurückgehen nach Moskau, ihnen die Wahrheit über den Krieg und die Regierung erzählen? Die würden uns bei unserer Ankunft erschießen. Und selbst wenn wir durchkämen, was könnten wir gegen die Hanse unternehmen? Wer würde uns glauben? Wir haben keine Beweise. Wie wäre es, zurück zur Wolga zu gehen? Dort könnten wir leben.
Und was machen wir mit den Einheimischen dort? Die waren nicht wirklich glücklich, uns dort zu sehen. Sollen wir sie alle umlegen? Möchte das hier irgendjemand? Damals in Moskau hat Artyom davon geträumt, einen bewohnbaren Ort zu finden und eine Kolonie zu errichten. Sollten wir nicht damit beginnen? Die Idee ist gut. Aber wie sollen wir einen passenden Ort finden? Einfach weiterreisen? Die Aurora muss gewartet werden. Was sollen wir machen, falls sie ausfällt? Satelliten! Welche Satelliten? Willst du den verdammten Planeten verlassen? Es gibt eine Kommunikationszentrale für Satelliten am Kaspischen Meer. Sie hat den Krieg überdauert. Oh, und wenn wir uns Zugriff auf die Satellitendaten verschaffen... Dann müssen wir nicht wahllos umherfahren. Karten mit Strahlungswerten und auch normale Satellitenaufnahmen könnten uns sehr helfen. Kein schlechter Gedanke. Was, wenn es dort Schlimmeres als Kannibalen gibt? So, jetzt sag's aber gut mit deiner Husterei, ist ja furchtbar. Aber erstens werden wir dieses Mal vorsichtig sein. Und zweitens, hat jemand einen besseren Vorschlag? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich schätze, dann haben wir wohl einen Plan. Artyom, sollen wir nach deinem Wunschort suchen? Verdorbenes Abendessen. Hören. Drei Monate unterwegs. Drei Monate ständiger Prüfungen. Aber nach Yamantau sind wir für alles gewappnet, was das Schicksal uns entgegenwerfen kann. Nur wenige Kilometer trennen uns von der Kommunikationszentrale Caspian 1. Wird es auf den Karten auch nur einen Fleck Erde geben, der frei von Strahlung ist und an dem wir uns in Frieden ansiedeln können? Ich weiß es nicht. Aber was bleibt uns noch außer Hoffnung? Die Wüste fordert ihren Tribut, die Mannschaft leidet unter Hitze und Durst und die Aurora ist nicht in Topform. Die Kohle ist aufgebraucht, wir müssen jetzt den verfügbaren Brennstoff nutzen, alte Bahnschwellen und Zweige. Tja, das wird hart. So, wir kommen jetzt auf eine neue Map und zwar, soweit ich weiß, kommen wir jetzt aus dieser Eiswüste raus. Dieser ganzen Eisgeschichte und kommen jetzt in die richtige Wüste. Und das soll eigentlich so ganz nett sein, was ich gehört habe. Boah, Vegetation gleich null hier. Na, meine Hustinette, wie geht's dir denn? Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Ein Auto! Was machst du, Teufel? Artyom, ein Auto! Raul, da! Da ist deine Frau! Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's! Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Wie läuft es bei den Männern denn hier? Stepan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna, du unter mir. Kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, Demir, eine weitere Aufgabe. Sucht Wasser und Brennmaterial. Geht Sam, klar. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Verstanden. Sei nur vorsichtig, okay? Bis bald. Artyom, wir müssen herausfinden, wer diese Männer mit dem Auto sind. Sie sahen wie gewöhnliche Banditen aus, aber wir können hier kein Risiko eingehen. Das Auto ist zum Dorf gefahren. Anscheinend haben sie dort eine Funkstation und da gibt es bestimmt die Informationen, die wir jetzt brauchen. Alles klar. Brech auf, sobald du bereit bist. Immer doch. Christ, kann deine Motordraisine den Zug ziehen?
Vielleicht, aber nur langsam und nicht allzu lange. Der Motor ist zu schwach für das Gewicht und wir haben nicht mehr viel Diesel. Alles gut. So, mal eben einmal kurz schauen, wie wir zeitlich liegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Und ich habe absolut keine Muni immer wieder. Oh, das sieht schon geil aus hier, ne? Mach mal dieses blöde Ding ab hier. Offenbar gab es hier früher einen Ticketschalter und Schließfächer. Voller Müll jetzt. Müsste mal aufgeräumt werden. Verdammt, die Sonne brennt heute aber heftig. Okay, richten wir die Stellung ein. Du gehst zurück zum Zug. Schönes Scheißhaus. Ich räume hier auf und dann holen wir Stepan. Hier ist es kühler als im Zug. So, mal eben kurz schauen. Hör, fort ist mein Befehl, Lehnsherr. Soll ich nur beginnen? Wo bin ich denn hier eigentlich? Okay, dann gehe ich jetzt. Okay, dann gehe ich jetzt. Ach, da bin ich. Alles klar. Da unten. Okay, dann gehen wir jetzt. Ayosha strengt sich zu sehr an. Wird ihm zu heiß? Bekommt er vielleicht zu viel Sonne? Da komme ich nicht vorbei. Sobald Stefan hier ist. Ja, kriegen wir schon hin. Tja, ich muss auch los. So, mal gucken. Hier irgendwo was. Ich brauche Muni, Leute. Da ist nix. Sehr geil. Okay, hier sind ein paar Waggons. Vielleicht können wir da auch mal durchschauen. Nix. Nix. Leichen. Na, du noch Muni? Auch nicht. Okay. Wir sind gleich da. Artyom, anscheinend braut sich ein Sturm zusammen. Der Himmel ist ganz schwarz. Das sind für Viecher. Ich muss hier hin. So, da. Das sind Viecher. Scheiße, sind das viele! Oh, schon wieder keine Muni mehr!
Okay. Oh. So. Jetzt haben wir noch mehr Viecher, ne? Reingehen hier. Die ist sowieso scheiße, die Pistole. Geil! Nice, Baby! Die ist ja nice. Endlich das Scheißding weg. Die ist sowieso kacke gewesen, die Pistole. So, wo ist denn jetzt die... Wo soll ich denn hier hin? Ich sehe hier gar nichts. Okay. Gehen wir hier mal... Hier mal rein. So, meine Lieben, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.